Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Alter Ego. Wir stehen hier mit dem guten Detective Whiskle auf dem Friedhof und ja, sollen die Verbrechen, die hier begangen wurden, aufklären. Da wir aber nicht genau wissen, was passiert ist außer dieser Grabtür, müssen wir, denke ich, doch in das Grab rein, auch wenn das der Pater nicht will. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, wem sagst du das? Sie müssen die Tür mit großer Kraft aufgebrochen haben. Vielleicht waren sie gar nicht an der Gruft selbst interessiert. Vielleicht wollten sie einfach nur hinein. Ja, das ist ja doch durchaus logisch und wir gehen hinein. Pater Malkihi versteht, dass ich unbedingt hineingehen muss. Denke nicht, aber er hat keine andere Wahl. Der Sarg ist leer. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung zu sein. Ich dachte, hier wäre ein Raub geschehen. Das hätte zumindest die aufgebrochene Tür erklärt. Hallo, der Sarg ist leer. Das müssen Sie sehen. Detective Risco. Der Sarg, der ist leer. Hier sind Sie. Etwas Schreckliches ist passiert. Sie müssen es sich ansehen. Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir, was los ist. Das werden Sie sehen. Ich kann nicht... Bitte, kommen Sie einfach mit, schnell. Sehen Sie sich das an. Was für eine Katastrophe. Wissen Sie, wer das ist? Mr. Talbot, der Totengräber. Wie viele Angestellte haben Sie? Es war nur noch wir beide da. Himmel, was mache ich denn jetzt? Haben Sie die Leiche bewegt? Nein, ich bin gleich zu Ihnen. Pater Malkihi, ich muss Sie bitten, den Tatort zu verlassen. Das ist kein Anblick für Sie. Sie haben recht. Das wäre besser. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das für Sie sein muss. Aber bitte bleiben Sie in der Nähe. Ich halte mich zu Ihrer Verfügung, Detective. Wissen Sie, er war zwar kein besonders guter Angestellter, aber so ein Ende hat er nicht verdient. Gott erbarme sich seiner Seele. Ich hoffe, Carter ist noch am Tor. Niemand darf das sehen. Er hat ein paar Notizen gemacht. Die schauen wir uns mal zuerst an. Da wird mehr sein als nur eine eingeschlagene Tür. Na gut. Zur Leiche des Totgräbers. Ich begreife nicht, was ihn so verstümmeln konnte. Und ich glaube, er war betrunken. Also konnte er keinen Widerstand leisten. Nach der Obduktion weiß ich mehr. Das weiß man ja immer. So. Ui, die Wunde, kannst du dir mal anschauen. Ich habe schon einige durchgeschnittene Kehlen gesehen, aber keine sah so abstoßend aus. Hätte ich ihn im Wald gefunden, würde ich meinen, er wurde von Bären zerfleischt. Aber hier... Naja, vom Bären zerfleischt, da wäre aber auch ein bisschen mehr offen. Was ist das? Wahrscheinlich eine Flasche. Was denn? Vater Malkihi, ich dachte schon. Recht. Mr. Talbot trank gern, aber das hat nichts mit seinem Tod zu tun. Ich dachte gerade, das Spiel schmiert ab, aber ist es nicht. Gut. Noch was mit den Kleidern? Die Lupe? Nö. Die Pinzette? Nö. Sonst hat er nichts bei sich. Sonst hat er... Okay. Das war's ansonsten erstmal hier, denke ich. Wieder nur zurück. Oh, dann schauen wir mal hier um den Friedhof rum. Außer den üblichen Bewohnern keine anderen Leichen. Ziemlich beruhigende Entdeckung. Ja, ich hätte jetzt auch keine Lust auf noch mehr Leichen. Oh nein! Wie viele gibt es noch? Der arme Hund. Naja, zumindest hat Timothy ihn nicht umgebracht. Rückgrat. Jemand ist aus großer Höhe auf ihn gesprungen. Er muss qualvoll verendet sein. Okay, er notiert sich mehr. Das Doofe ist, er überschreibt manchmal diese Notizen. Man
weiß aber nicht, ob er jetzt eine überschrieben hat oder nicht. Das ist immer ein bisschen doof. Ja, was sagt er denn zum toten Hund? Der Totengräber Mr. Talbot könnte von seinem eigenen Hund getötet worden sein. Die zerbissene Kehle passt zu dieser Theorie. Aber wer hat den Hund getötet? Wieso sollte denn der Hund den Totengräber getötet haben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem, der Hund liegt hier, der Totengräber da hinten und... Ja? Könnte der Hund den Totengräber getötet haben? Nein, mit einem gebrochenen Rückgrat wäre er gar nicht so weit gekommen. Ja? Er hat etwas zwischen den Zähnen. Ich kann es nicht herausziehen. Wir haben ja eine Pinzette dabei. Machst das eben damit. Lecker. Ein interessanter Fund. Ich mache mir gleich Notizen. Du machst dir immer Notizen? Was hat er sich denn jetzt schon wieder aufgeschrieben? Naja, jetzt hat er irgendwas überschrieben. Da wird mehr sein. Da nichts. Ich begreife und ich Nein, da auch nicht. Dann eben wieder bei Hund. Das Stück, das ich zwischen seinen Zähnen gefunden habe, ist von großer Bedeutung. Es könnte beweisen, ob der Hund die Kleider des Totengräbers zerbissen hat. Ich frage mich immer noch, wieso? Macht überhaupt keinen Sinn. Was? Nächste Umgebung. Ja? Ich kann keine Kampfspuren entdecken. Merkwürdig. Ach, aber ansonsten doch. Der Boden ist zu hart. Es gibt keine Schuhabdrücke. Zu dumm. Nochmal was? Ich kann keine... Ja gut, das war's dann. Frag mich, warum er es immer noch anvisieren kann. Was ist denn mit der Mauer? Man muss kein großer Sportler sein, um da hochzuklettern. Ja, dann mach mal. Dann mach mal vor. Wieso geht er denn jetzt zurück? Ich will, dass du die Mauer anschaust. Oh, Riskel. Manchmal kann auch das kleinste Detail von Bedeutung sein. Aber ich sehe gar nichts. Die Bank? Ohne sie wäre es viel schwieriger, die Mauer hochzuklettern. Ja. Ich will mir nicht die Kleidung schmutzig machen. Ja, dann eben nicht. Der feine Herr will sich nicht die Kleider schmutzig machen. Oh, das ist eine Wasserpumpe. Wenn ich der Mörder wäre, würde ich mich waschen gehen. Vielleicht hat er dort Spuren hinterlassen. Na dann, guck mal. Ich werde nichts anfassen, sonst zerstöre ich noch eventuelle Spuren. Kannst du mit der Lupe da irgendwie gucken? Tatsächlich, das geht sogar. Ach, dann kann man das sehen. Der Mörder muss über und über blutverschmiert gewesen sein. Aber ich sehe keine handfesten Beweise. Die Pumpe hat er mit Sicherheit nicht angefasst. Ach, dann geht das da hinten in der näheren Umgebung vielleicht auch. Mit der Lupe? Ja, tatsächlich. Siehst du jetzt was? Kein Blut, keine Haare, keine Hautfetzen, nichts. Jemand hat den Hund mit bloßen Händen getötet und ist dabei nicht mal außer Atem gekommen. Armes Huni. Finde ich nicht nett, finde ich gar nicht nett. Mr. Talbots Leiche. The Talbots. So. Sicher jetzt schon, dass das nicht dasselbe ist. Der Stoff passt nicht zur Kleidung des Totengräbers. Der Hund hat auf jeden Fall mit jemand anderem gekämpft. Hab ich doch gesagt, das wäre doch sowas von sinnlos gewesen, hätte der Hund ihn getötet. Vor allem an der Kehle, wieso an der Kehle, mein Gott. Das war's dann hier, denke ich auch. Ach, ich finde das so schön, dass es regnet. Ja,
in die Kirche, da wollen wir nicht rein. Sonst ist hier auch nichts, außer Pater Malki. Hä, was macht er? Habt ihr nur Rechtsklick gemacht? Ich würde ungern entdecken, dass er hinter allem steckt und mich die ganze Zeit an der Nase herumgeführt hat. Es wäre vielleicht etwas übertrieben. Nee, erstmal das andere. Fragen wir mal, warum er Inspektor Lockley verlangt hatte. Warum wollten Sie ausdrücklich, dass Inspektor Lockley kommt? Seltsame Frage. Sie wissen nicht, was seine Spezialität war, oder? Ich hatte nicht das Vergnügen, ihn kennenzulernen. Der Inspektor untersuchte meistens die Fälle, an denen sonst niemand arbeiten wollte. Einschließlich aller Beschuldigungen gegen Sir William. Wir haben mehrmals darüber gesprochen. Mhm. Hat ihn etwas Bestimmtes interessiert? Ein- oder zweimal wollte er in die Lewis-Gruft, aber er bekam nie die Erlaubnis dazu. Dann hat er wohl ein schöneres Hobby entdeckt, als Geister auf Friedhöfen zu jagen. Ich habe ihn schon seit Wochen nicht gesehen. Oh. Was weiß er denn über den toten Hund? Ich habe einen Spaziergang über den Friedhof gemacht. Ziemlich großes Gelände. Wie schaffen Sie es, sich darum zu kümmern? Das war Mr. Talbots Aufgabe. Er bekam einen extra Lohn dafür. Haben Sie ihm erlaubt, einen Hund dabei zu haben? Ach ja, den hatte ich völlig vergessen. Ich werde mich um den Hund kümmern müssen. Ich fürchte, das wird nicht nötig sein. Das Tier ist auch tot. Ich verstehe das alles nicht. Mr. Talbot war sehr gut im Hundeabrichten. Besser als irgendjemand sonst. Ich nehme an, der Hund wollte seinen Herrn beschützen und griff den Mörder bis zum letzten Atemzug an. Ich nehme auch an, dass der Mörder über die Mauer hinten am Friedhof floh, an der man leicht hochklettern kann. Deswegen wurde der Hund des Totengräbers an einer anderen Stelle getötet als sein Herrchen. Aber sagen Sie, Detective, wer könnte so etwas getan haben? Das sage ich Ihnen, sobald wir ihn gefunden haben. Ja, wenn wir ihn finden. Aber das werden wir ja schon. Wir sind ja hier super Detektiv. War denn gestern? Ich muss Sie das fragen. Wo waren Sie gestern Abend? Gestern Abend haben wir Sir William beigesetzt. Die Familie wünschte, das Ganze geheim zu halten. Daher haben wir bis nach Sonnenuntergang gewartet. Seltsam, dass Sie das nicht wissen. Die Polizei hat doch die ganze Zeremonie überwacht. Nach dem Begräbnis bin ich zu Bett gegangen und in einen tiefen Schlaf gefallen. Dann haben Sie also nichts Verdächtiges gehört oder gesehen? Nein. Sonst wäre ich aufgestanden und hätte nachgesehen. Für mich klingt das glaubwürdig. Ja, fragen wir mal nach der polizeilichen Untersuchung während der Beisetzung. Ne, Unterstützung, nicht Untersuchung. Die Polizei war also auch auf dem Begräbnis. Ich war gerade auf dem Weg nach Plymouth. Ich wäre dankbar für jede Information. Nicht direkt. Sie sollten nur nach Unruhestiftern Ausschau halten, die versuchen könnten, die Zeremonie zu stören. Sir William war wegen der umgehenden Gerüchte sehr unbeliebt. Und gab es Probleme? Kommt drauf an. Die Polizei führte mehrere Razzien in Pubs durch, die gegen die Unterschicht gingen und ihre Aufmerksamkeit vom Friedhof ablenkte. Das funktionierte bis zum Morgen, als ich die beschädigte Gruft fand. Eine furchtbare Tragödie. Mehr können wir nicht fragen, deswegen gehen wir fort. Och, er verabschiedet sich dann immer. Willst du in die Kirche gehen? Hallo, sag mir was über die Kirche. Ich habe noch keinen Grund hineinzugehen. Dann nicht. Okay. Sergeant, ich brauche Ihre Hilfe. Ich möchte, dass Sie jeden daran hindern, den Friedhof zu betreten. Natürlich, Sir. Hier ist ein Mord geschehen. Ich möchte nicht, dass jemand hier herumstolpert. Wäre es dann nicht besser, wenn ich schnell ins Büro laufe? Nein, wäre es nicht. Sie bewegen sich keinen Zentimeter vom Tor weg. Verzeihung, Sir, aber ich glaube... Sie garantieren persönlich dafür, dass niemand den Friedhof betritt. Verstanden? Wie Sie wünschen, Sir. Sie sind der Boss. Das Beste ist, ich melde den Vorfall selbst, und zwar so schnell wie möglich. Wenigstens kann ich so das Bürotelefon mal ausprobieren. Ich finde, er sollte ihn mal aussprechen lassen. Festdenkmaler. Was macht er schon wieder? Erinnerung an die Pest, die Plymouth im letzten Jahrhundert heimsuchte. Ja, geh mal hin und untersuch's mal genauer.
Finden wir da was? Was ist das? Ich hätte es fast übersehen. Tatsächlich. Ein interessanter Fund. Ich mache mir gleich Notizen. Die wir uns dann direkt ansehen, wenn er fertig geschrieben hat. Was er jetzt hat. Und... okay, Pestdenkmal. Das ist kein passendes Versteck für einen Dieb. Direkt vor dem Haupttor und ziemlich gut beleuchtet. Wer auch immer an dem Denkmal gewartet hat und nicht dazu kam, seine Zigarette zu rauchen, hatte keine Angst davor, entdeckt zu werden. Okay, toter Hund. Das Stoffstück passt nicht zur Kleidung des Totengräbers, also kann er nicht von seinem eigenen Hund getötet worden sein. Ganz im Gegenteil. Er hat seinen Herrn verteidigt und kurz bevor er getötet wurde, biss er den Mörder. Das könnte sich noch als wichtige Information erweisen. Und der unbekannte Raucher. Es wird schwierig sein, ihn zu finden. Wir wissen nur über ihn, dass er raucht. Ja, da bleiben nur noch x Milliarden Menschen auf dieser Welt. Ich scheide schon mal aus, ich rauche nämlich nicht. Hallo Sergeant Carter. Er sagte doch eigentlich, dass er raucht, oder? Streichhölzer anfragen? Haben Sie Streichhölzer? Natürlich, Sir. Rauchen Sie? Nein, ich brauche nur gelegentlich Licht für etwas. Ich rauche ab und zu eine, aber das geht ganz schön ins Geld. Hier, bitte. Danke. Ja, super Animationsgeschwindigkeit. Und weiter geht's in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Alter Ego.